Hallo und herzlich willkommen zurück zu Duke Nukem 3D. Ja, zu der 20. oder zu 20 Jahre Edition, besser gesagt. Ich habe ja eine Weile nicht gespielt. Ich war sehr lange abstinent. Das tut mir ehrlich gesagt leid. Aber wie soll ich sagen? Ich hatte keine Zeit. Also ich konnte wirklich nicht spielen. Weil ich nämlich... Wie konnte ich nochmal was nehmen hier? Ja, eine neue Arbeit habe und deswegen ist es so gut wie unmöglich, wisst ihr? Das ist halt ein Problem, aber ist egal. Okay, gut, ich konnte mich heilen. Was ist denn das gerade gewesen? Wir waren ja letztes Mal stehen geblieben, ne? Das war irgendwann im letzten Jahr. Und es tut mir, wie gesagt, leid, dass in all der Zeit keine Let's Plays erschienen sind, aber ich hatte halt überhaupt keine Zeit, um überhaupt was aufzunehmen, ne? Das heißt also, wir spielen es jetzt gemeinsam. Bist du ein Arsch oder was? Was ist mit dir los? Okay, können wir das jetzt hier öffnen? Na, ich brauche noch eine blaue Zugangskarte. Okay, ich habe eine Schrotflinte oder Munition für die Schrotflinte bekommen. Okay, dann werden wir mal kurz umschalten. Wie viel habe ich dafür? 171 Schuss. Okay. Könnte sehr interessant werden hier das Ganze, ne? Ich habe auch keine gelbe Zugangskarte. Wir hatten eine rote, ne? Oh! Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich bin gleich tot. Ach, danke. Ach, Mann, ey. Ich habe ja auch einen Raketenwerfer, ne? Dann schieße ich jetzt gleich erstmal aus vollen Röhren. Okay, das hat gut funktioniert. Dann müssen wir jetzt wieder die Waffe wechseln. Wie viel Munition habe ich eigentlich für die Schrotflinte? 10 Schuss. Okay, das ist supi-dupi. Ich habe auch schon die Resident Evil 2 Remake-Demo aufgenommen. Also wenn euch das interessieren sollte, könnt ihr mal kurz gucken. Müsste eigentlich nach dem letzten Video, das heißt nach Subnautica, dann erscheinen. Eine Karte habe ich immer noch nicht gekriegt, ne? Wo soll ich denn die jetzt herbekommen? Die Folgen werden jetzt übrigens immer etwas kürzer. Das Problem ist nämlich, dadurch, dass ich halt fast den ganzen Tag immer am Arbeiten bin, habe ich nicht die Zeit, um besonders lange Folgen mehr aufzunehmen. Ja, also die wären maximal eine halbe Stunde lang. Das tut mir ehrlich gesagt leid, aber das geht nicht anders. Wenn ich mal Wochenende habe oder so, dann könnte man die natürlich auch länger machen, ne? So, hier war keine... Ich hatte nur eine Karte, ne? Wie komme ich hier wieder raus? Ah, da. Ich kann in da nicht rein. Armory habe ich leer geplündert. Da ist der Fahrstuhl. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich überhaupt hin muss. Und vor allem, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Absolut gar nichts mehr. Ist viel zu lange her. Okay, wartet mal. Dann muss ich mich mal ganz kurz umgucken. Ne? Oh, what? Okay, scheint richtig gewesen zu sein. Irgendwas ist hier mächtig kaputt gegangen. Und da muss ich anscheinend nach oben, ne? Ne, noch nicht. Könnte auch ein geheimer Bereich sein hier. Kann ich da runterspringen, ohne zu verrecken? Stirb!
großer Verbandskasten bringt 30 Lebenspunkte wieder zurück. Das ist gut. Okay, das haben wir gemacht. Irgendwo ging es runter, da war ich ja jetzt ganz unten, ne? Ging nichts weiter, da muss ich dann nach oben. Und hier lang. Da ist nämlich die blaue Zugangskarte. Und uns fehlt noch die gelbe. Das heißt also, das hätten wir schon mal geschafft. Ja, was geht denn da? Wartet mal, habe ich eine Granate? Ja, hier. Hä? Die Wand bewegt sich nicht. Schade eigentlich. Okay. Jetpack, Nachtsichtgerät. Wir haben die blaue Zugangskarte bekommen. Das heißt, wir mussten gleich wieder mit dem Fahrstuhl fahren. Der war nämlich hier. Ich kontrolliere nur immer noch mal alles. Ne? Und jetzt nehme ich mal die Schrotflinte in die Hand. Jetzt müssten wir hier eigentlich langkommen. Genau. Was ist das denn? Ah. Gut, da gehen wir gleich lang. Ich muss mir mal ganz kurz hier alles angucken. Und dann begeben wir uns wieder zurück, ne? Hier braucht man die andere, ne? Genau. Gut, dann war es richtig. Dann haben wir alles soweit erstmal schon mal geschafft. Ich weiß übrigens deswegen auch nicht, ob ich schaffe, dann die Folgen beziehungsweise die Level fertig, ne? Durchzuspielen hier bei Duke Nukem. Es kann also durchaus sein, dass das nichts wird. Oh nein, oh nein! Alter, der hat sich von hinten angeschlichen. Der Sack. Munition für den Devastator, okay. Und ich habe nur noch 50 Lebenspunkte. Das ist nicht mehr viel. Tot bist du, du Sack. Okay, obwohl ich es eine Weile nicht gespielt habe. War das mies, Alter. Oh, nee. Und ich bin gleich tot, Mann. Oh, schön. Heilung. Oh, auch wenn es nicht gerade viel ist. Okay. Ich will mal nachladen, ne? Aber da kann ich nur bestätigen und... Na, ich muss mich noch dran umgewöhnen. Das Ganze vergessen, Alter. Das Ganze mache ich nicht nochmal. Da ist Heilung. Lebt der noch? Ich sehe nichts, ne? Gut. Das haben wir alles bekommen. Das ist die gelbe Zugang... Was? Boah, Alter, ist das mies. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ne? Hail to the king, baby. Alter! Kommt ihr jetzt aus ihren Löchern gekrochen? Okay, hier ist nochmal Heilung. So, das sieht aus, als ob man das betätigen könnte, ne? Da geht auch nichts. Okay, hier scheint Energie lang zu fließen oder so. Wahrscheinlich müssen wir erst hier lang, ne? Okay. Hä? Achso, war zu nah dran. Wie soll ich denn das jetzt öffnen? Vielleicht kann ich es ja kaputt machen. Muss ich da vielleicht... Nö.
Das verstehe ich jetzt gerade nicht, ne? Kann ich das irgendwie freispringen? Hä? Ich verstehe jetzt nicht, wie ich das freilegen soll. Das Ganze ist hier irgendwo vielleicht eine Computerschnittstelle oder sowas. Also hier schon mal nicht, auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich auch nicht. Ja Leute, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt gerade ein bisschen kompliziert, ne? Damit schicke ich das Ding wieder weg. Vielleicht darf es auch nicht angedockt sein. Oder hier ist irgendwo ein geheimer Raum. Verstehe ich nicht. Okay, das ist schon mal nicht. Okay, das ist auch nicht. Ah! Okay. Das haben wir gut gemacht. Ich musste jetzt wieder diesen Lift nehmen, ne? Um dann wieder zurückzugelangen. Ah, wir haben schon mal... Hey! Warum hast du die Tür nicht geöffnet? Okay, jetzt. Ja, wenn euch das irgendwie die Videos zu kurz sein sollten, dann müsst ihr halt ein paar Tage warten, um die dann euch nachträglich anzusehen. Weil ich kann es, wie gesagt, nicht ändern, ne? So zwischen 20 bis 30 Minuten ist jetzt das Maximum. Weil ich muss die mir ja nachträglich noch angucken, ob die von der Qualität her in Ordnung sind und so, ne? Und deswegen geht das nicht anders. Kannst du vergessen, kannst du vergessen, kannst du vergessen. Darauf habe ich keinen Bock. So, hier war diese. Genau, das EDF. Da kann ich die Kameras angucken. Gut. Brauchen wir ja nicht. Ist ja Quatsch. Jetzt sind wir wieder hier. Genau. So, wo ging es jetzt wohl lang? Genau, hier müsste es irgendwo mit der gelben Zugangskarte gewesen sein. Da ist es. Oh nein. Was ist das denn für ein Sack eigentlich? Okay, der hält aber auf jeden Fall einen Haufen aus, ne? Und da ist sowas wie eine Granate. Okay. Ich habe nicht mehr viel Leben. Also wäre ich jetzt noch einmal getroffen oder höchstens zweimal, bin ich tot. Entriegelt. Was? Boah, das ist knapp, Alter. Munition für Schrumpfkanone. Das Problem ist nur... Okay, für autorisiertes Personal. Ich brauche halt nur noch ein bisschen Lebensenergie, ne? Hier, First Aid. Geil. So, wie war das jetzt nochmal? Dreieck, genau. Oh, cool. Devastator, geil. Gut, das Ding ist ja ziemlich nice, ne? Oh ne, haben wir jetzt schon wieder einen Bosskampf oder was? Okay, da war nur Munition für Gefrierstra... Du sollst doch nicht den Mist nehmen. Nicht die Steroide, Mann. Die brauche ich doch für besondere Kämpfe. Ach, egal, jetzt ist es zu spät.
jetzt ist es zu spät. What? Was ist denn das? Ach, das soll die Erde darstellen. Oder was? Okay. Dann müsste ich jetzt eigentlich das Level abgeschlossen haben, ne? Gleich. Nice. Cool. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe irgendeinen Mechanismus freigelegt. Oh mein... Oh, diese Arschgeigen. Krieg da immer einen großen Verbandskasten raus? Das wäre ja nice. Ah. Ach, die guckt einfach nur zur Erde. Oh. Naja. Okay. Das haben wir jetzt alles gemacht. Hier war nichts mehr, ne? Hier habe ich eine Waffe rausgeholt, die Devastator. Die ja nicht viel bringt, weil die ja schon leer ist. Haben wir hier wieder ein Nachtsichtgerät, was ich aber eigentlich nicht brauche. Und jetzt müsste eigentlich hier unten diese Passage frei sein. Alter, war das knapp, Mann. Alter, wäre ich kurz vorm Ende nochmal verreckt. Alter, heiliger Bimbam. Cool. Keine Gefangenen. Let's rock. Ja, genau, let's rock. Alter, das ist ja... Okay, das Level war cool. Also, auch wenn ich es eine Weile nicht gespielt habe. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind, aber es sieht aus, als ob ich damit irgendwas öffnen könnte. Ich dachte, das würde die Seite öffnen. Okay, ich muss jetzt die Waffe wechseln. Die Minigun ist ja auch alle, ne? Aber wir haben ja genug Munition für die Pistole. Oh mein Gott. Es tut mir leid, Baby. Das erinnert mich immer an Doom, ja, diese Kreaturen hier. Ich wüsste, wie die nochmal hießen. Aber das ist auch eigentlich egal. Haben wir noch irgendwas anderes? 16 Munition dafür. 100, naja gut, für die Minigun. Ich sehe nichts. Also wir werden nur noch ein paar Minuten weiterspielen, Leute, und dann war's das. Aber das ist ja eigentlich egal, ne? Also von daher... ist es ja eigentlich West. So. Was ist das denn? Und nicht, dass ich tot gemacht werde, ne? Cool. Ich habe eine Panzerfaust. Oh. Come get some. Oh, das ist Lava. Mann, lass mich doch mal rein. Danke, jetzt bin ich schon beinahe tot. Schön, also... Ja. Okay, machen wir mal ein paar Minuten zurück. Oder nicht ein paar Minuten, wo wir noch volles Leben hatten am besten, bevor ich reingegangen bin, ne? Also ungefähr hier. Ich konnte ja nur keine Ahnung, dass da jetzt gleich diese Waffe da rumballert. Okay, das haben wir geschafft.
Okay. Der Lift bringt uns nach unten. Oh, schön, Alter. Und ich habe den Raketenwerfer ausgerüstet. Ich bin sowieso gleich tot. Steroide. Oh, und Munition für den Schrot. Da geht's nach unten, kann das sein? Damn it. Ja, dann müssen wir nochmal ein bisschen zurückspulen. Ey, also, das ist ja schon echt fies, ne? Aber gut, was soll man da machen? Das ist denn halt mal so. Jetzt wissen wir ja, was passiert wäre, also von daher, oder was uns erwartet hätte. Und das sollte jetzt eigentlich erstmal ausreichen, ne? Der stand gleich neben uns, dieser Drecksack. Ich habe Stiefel bekommen. Also muss ich wahrscheinlich wieder durch die Säure laufen. Okay, der ist nicht mehr. Hail to the King, baby. Laserminen. Cool. Von wo? Alter, die können sich echt in jeder kleinen Ecke verstecken, ne? Hallo? Ich kann da nicht rein. Warum? Sieht aus wie eine Tür. Und ich kann die nicht öffnen. Da oben ist auch jemand. Ich bin gleich tot. Cool. Okay. Ich musste also schnell durchlaufen, oder was? Hier scheint aber auch nicht das Rätsels Lösung zu sein. Da kann ich nichts tun. Ja, jetzt bin ich überfragt, ne? Aber da unten ist diese Magma-Kammer. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, was ich genau machen soll. Weil es kann ja nicht eigentlich nicht... Oh, oh, das war knapp. Da kann ich schon mal nicht lang. Okay, wartet mal. Wenn es doch so ist, dass man hier irgendwo lang kann... Lava? Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht. Also ich kann nicht nirgendwo lang. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Weil hier kann ich nicht lang. Hier drüben haben wir noch mal ein bisschen Medizin. Steroide, ein Jetpack, Nachtsichtgerät. Ich werde mal kurz das Nachtsichtgerät einsetzen. Und damit sieht man auch nicht wirklich besser, ne? Man sieht nur die Kreaturen etwas. Diese kleinen Schweinchen. Ja, ich bin jetzt gerade... Was weiß ich, ich kann doch nicht... Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme, oder? Okay, das ist auch nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist noch eine Tür. Ist egal. Dann ist es jetzt halt so, dass es nicht funktioniert, ne? Da gibt es hier irgendwo an der Seite einen Weg. No. Ja, dann stellt sich jetzt mir die Frage, wie wir jetzt weiterkommen, ne? Alter. Aber jetzt sind wir wieder hier. Und hier ist ja nichts. Ist ja total komisch. Von hier sind wir reingekommen.
Also ins All will ich natürlich nicht rausgeschossen werden, ne? Die machen hier Disco. Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung. Wo soll denn das sein? Keine Ahnung, wo das ist. Ich weiß es nicht. Aber irgendwo wird da eine Tür. Ach Mann, ja, jetzt weiß ich's. Okay. Nein, das war falsch. Ich muss hier lang. Irgendwo an diesen Seitentüren hier muss es lang gehen. Eigentlich. Und das geht auch nicht. Ich weiß es nicht. Was war das jetzt? Hä? Ah. Das war ein Geheimversteck. Okay, wo führt uns dieses Geheimversteck jetzt genau hin? Okay. Atomare gesund. Ah! Also wisst ihr, das verstehe ich nicht. Das sind so Kleinigkeiten. Hä? Mach das doch mal! Ich kann hier nichts drücken! Ich kann da nicht lang, ey. Willst du mich jetzt verarschen? Warum geht der denn da nicht durch, Alter? Ich komme hier doch nichts. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich komme hier jetzt nicht mehr raus. Was ist das denn für eine behinderte Scheiße? Ich weiß nicht. Ich kann. Oh, es ist dumm. Schließt es einfach nur die Tür. Wartet mal. Jetzt. Ach, egal. Mach die tot, danke. Okay, gut, Leute. Also ich werde jetzt gleich ausmachen müssen. Dann müssen wir beim nächsten Mal weitermachen. Oh mein Gott, alter Scholli. Ich musste also rüber. Kann ich irgendwie... Nee. Raketenwerfer. Ich baller die Not. Okay, steht da noch einer? Okay, ich muss irgendwie da rüber. Alter, wie soll man das machen? Bin ich jetzt richtig? Ja. Nee, bin ich nicht. Ich bin jetzt leicht verwirrt. Ach, hier. Ja, drück das doch mal. Boah, ich krepiere hier, Alter. Okay, und jetzt nach oben. Ah, okay, jetzt habe ich die Tür da hinten geöffnet. Das machen wir jetzt noch, damit die Gegner nämlich auch weg sind. Und dann ist gut, ja. Hast du wohl gedacht, wa? Kann doch nicht wahr. Ich sehe nicht durch.
Okay, der Fahrstuhl ist jetzt komischerweise verschlossen. Ich sehe nicht durch. Von wo war ich denn jetzt richtig und von wo war ich jetzt falsch? Ist irgendwie leicht verwirrend. Habe ich nur eine bestimmte Zeit? Das kann natürlich auch sein, ne? Dass, wenn ich eine bestimmte Zeit habe, das dann aktivieren muss, um dann wieder aufzutauchen. Ich will das schaffen, ne? Also muss ich noch einen zweiten davon betätigen. Na, hoch! Boah, war das knapp, Alter. So, Leute. Wir haben jetzt den zweiten Fahrstuhl erreicht. Und ich würde mal sagen, dass wir die jetzt nur noch platt machen da hinten und dann mache ich aus. Aufballer, ne? Dann sollte eine Brücke oder so. Den tot, mach den! Boah, der hat der aus. So, Leute. Ich wollte die ganze Zeit sagen, ich beende jetzt, aber irgendwie wird nichts, ne? Verpiss dich, Alavistador. Gut, ich speichere jetzt ab, Leute. Ja? Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. An sich läuft es richtig, richtig gut. Also wir haben jetzt in den 32 Minuten relativ viel geschafft. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und tschüss!